Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wurden angerufen von mobile.de und die haben mich gefragt, Daniel, denkst du Vollgas? Und natürlich denken wir Vollgas. Und zwar jeden Tag, wenn wir versuchen, voll auf die Kacke zu hauen. Und deswegen haben wir für euch jetzt 5 Autos besorgt, die wir euch in einem Ranking vorstellen. Meine Top 5 sozusagen. Wir steigern uns. Wir fangen mit etwas bisschen kleineren, kompakten an und landen dann bei etwas, das wahrscheinlich das krasseste ist, was aktuell auf der normalen Straße fährt. Deswegen viel Spaß, wir starten mit Auto Nummer 1. Das ist also unser Einstieg ins Denkst du Vollgas-Ranking, der Volkswagen Polo GTI, der kleine Bruder vom Golf, der sehr, sehr cool hier dasteht, ordentliche Designsprache hat, sowohl von vorne als auch von hinten. Wirklich sehr, sehr cool ist. Das einzige kleine Manko ist vielleicht die Fahrzeughöhe, da hätte man schon noch ein bisschen tiefer gehen können. Aber alles in einem. Sehr, sehr cooles Einstiegsmodell, um Gas zu geben und damit ihr das perfekte Feeling dafür bekommt, jetzt mal ein paar schöne Bilder für euch. Viel Spaß! So, die ersten Meter im Polo GTI. Ich würde sagen, wir checken einfach gleich mal, was die Beschleunigung hergibt, indem wir mal durchdappen. Klingt gar nicht schlecht. Er zieht auch nicht schlecht, aber jetzt auch nicht überragend, muss ich sagen. Also wir haben hier 200 PS. Das ist für einen kleinen Flitzer, mit dem man ein bisschen Spaß haben will, mal angassen will, glaube ich, cool, das ist ordentlich. Haut mich jetzt aber auch nicht wirklich um, muss ich sagen. Deswegen an der Stelle Beschleunigung 5 Punkte. Was dann beim kleinen Kompakt natürlich auch interessiert, ist das Thema Handling. Wie fährt er sich? Liegt er ordentlich auf der Straße? Und ich muss sagen, das macht er wirklich. Man kann angasen, das Fahrwerk fühlt sich gut an. Die Lenkung ist sehr direkt, gibt auch so ein sportliches Feedback. Also das fühlt sich gut an. Er ist aber auch relativ brav. Er ist einfach zu handhaben. Löst jetzt auch nicht super krasse Emotionen natürlich aus, wenn so ein Auto so glatt und gut abgestimmt ist, muss man sagen. Aber definitiv sportlicher Charakter, macht Spaß, deswegen Handling 7 Punkte. Und somit müssen wir nur noch über Preis-Leistung sprechen. Und da sind wir beim Polo GTI bei einem Startpreis von 24.000 Euro. Das ist nicht wenig, aber ist auch nicht extrem viel und dafür kriegt man hier auf jeden Fall schon mal das GTI-Feeling und ein sehr, sehr cooles, kompaktes Auto, mit dem man auf jeden Fall als Einsteigermodell Spaß haben kann. Deswegen würde ich sagen, Preis-Leistung auch eine 7. Und somit haben wir eine Gesamtpunktzahl von 6,25 Punkten für den Polo GTI. Coole Kiste, kleiner Flitzer, mit dem man Spaß haben kann. Aber war ja nur der Einstieg. Wir haben noch coole andere Autos, deswegen gehen wir direkt zum nächsten und schauen, was wir da Schönes haben. So, weiter geht's mit dem A1 Quattro. Wir bleiben bei kompakten Autos, aber haben hier einen wirklich aggressiven, einzigartigen A1, der, so wie er hier steht, erstmal ultra limitiert ist auf nur 333 Stück und ja auch so ein bisschen dieses Audi Rennsport Rally Feeling bringen soll. Mit Felgen im Rennsport-Optik, mit so Zentralverschlussandeutung, mit einem fetten Heckspoiler, den er hat. Also super frech in der Optik, steht mega da, kann wirklich was und für mich optisch sehr, sehr nice. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, wir vergeben fette 9 Punkte und zeigen ihn euch jetzt mal noch richtig. Viel Spaß. Also beschleunigungstechnisch auf jeden Fall ordentlich hier in dem A1 Quattro, 256 PS haben wir. Er macht einen schönen Klang, du hörst ein bisschen das Zischen vom Turbo. Also das gibt auf jeden Fall was her und fühlt sich schon nochmal eine gute Stufe besser an wie im Polo. Aber
trotzdem muss ich sagen, für das Auto, für das, wie es da steht, für die Limitierung, hätte ich mir fast noch ein bisschen mehr Leistung gewünscht. Eher so Richtung Golf Air Region. Ich glaube, das wäre sehr, sehr cool geworden auf jeden Fall. Deswegen gibt es für die Beschleunigung 6 Punkte. Weiter dann mit dem Handling. Das ist ja bei so einem kleinen, der auch noch so nach Rallycross-Auto aussieht, schon eigentlich was, wo man erwartet, dass es Spaß macht. Und ich muss sagen, das macht es wirklich. Denn der ist klein, der ist nicht schwer, er ist flink, er ist super direkt. Er liegt sehr, sehr geil und er fühlt sich einfach mehr nach Go-Kart an als irgendwie nach normalem Auto. Und ich finde, das ist sehr, sehr cool. Also da hat man sehr gute Arbeit geleistet. Deswegen gibt es von mir hier 8 Punkte. Bringt uns dann zum letzten Thema. Und das ist dann wieder ein bisschen kritischer, nämlich der Preis. Natürlich, dieses Auto ist eine Sonderedition, dieses Auto ist limitiert und wird wahrscheinlich auch werttechnisch vielleicht sogar mal im Wert steigen. Aber um es zu bekommen, muss man knapp 50.000 Euro hinblättern. Und das ist natürlich für R1 schon eine ganze Menge. Das heißt, da muss man wirklich Liebhaber sein oder darauf spekulieren, dass er mal was wert wird. Deswegen würde ich sagen, da vergeben wir nur 5 Punkte. Somit haben wir Optik 9 Punkte, Beschleunigung 6 Punkte, Handling haben wir 8 und Preis-Leistung 5. Das bedeutet, wir haben eine Durchschnittspunktzahl von 7 Punkten. Der R1 Quattro kann sich wirklich sehen lassen, aber wir haben noch 3 andere sehr, sehr coole Fahrzeuge und wir gehen zum nächsten. So, das nächste Auto, das wir hier haben, ist der Seat Leon Cupra R. Nur 799 Stück gibt es davon. Und optisch auf jeden Fall schon mal eine Granate. Ich würde sagen, ihr schaut ihn euch mal direkt an. So, also ich denke mal, das hat euch schon mal heiß gemacht auf die Optik. Ich stehe hier jetzt gerade davor und ich finde es wirklich ein super gelungenes Auto. Schon die Farbkombo, das Schwarz mit dem Kupfer, mit dem Carbonpaket, mit den kupfernen Felgen, die Kupferaußenspiegel, die gesamte Formsprache, auch so ein bisschen die kleinen neuen Details, was die Aerodynamik angeht, die man noch mit angebracht hat. Also für mich ein super, super schönes Auto. Wir haben einen Heckspoiler hier aus Carbon auch noch mit drauf. Und natürlich eine Abgasanlage, die man aus dem GTI kennt, ebenfalls mit einer Carbon-Heckschürze. Also insgesamt optisch super gelungen. Für mich eine 8, die ich hier vergebe. Und jetzt ab ins Auto. So, also unterwegs im Cupra R. Yes, das macht Laune. Das Thema Beschleunigung, das Thema Power im Cupra R. Also man muss schon ehrlich sagen, die 310 PS, die machen Spaß, die schieben gut nach vorne. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Klar ist aber auch, 310 PS sind 310 PS. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so, dass es dich komplett wegflasht. Aber das erwartet man noch nicht. Es ist trotzdem ordentlich, deswegen würde ich an der Stelle sagen, für die Beschleunigung ordentliche 6 Punkte. Weiter geht es dann natürlich mit dem Thema Handling. Auch hier bin ich sehr, sehr positiv angetan von diesem Fahrzeug. Es liegt super gut in der Kurve, es bietet trotzdem mega viel Komfort, also absolut alltagstauglich. Hat natürlich Untersteuern, das ist klar, ist ein Fronttriebler, aber es ist nicht so viel, wie man erwartet. Man kann wirklich sehr, sehr agil in die Kurven fahren. Das Auto ist super direkt, es macht Spaß, es gibt dir gutes Feedback. Also ich bin wirklich happy mit dem Fahrwerk und dem Handling. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle vergeben wir stolze 7 Punkte. Dann natürlich noch die Frage, was sagen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis? Ich muss wirklich sagen, dieses Auto bietet super viel für das, was es kostet. Ist natürlich jetzt auch nicht ein günstiges Auto mit knapp 40.000 Euro, aber es ist einfach auch ein wirklich tolles Paket. Stimmt rundum von außen, von innen, von der Ausstattung, von der Wertigkeit her, limitiert. Also für mich an der Stelle eine 8, die ich vergeben würde.
was uns dann schon zur Gesamtpunktzahl bringt. Nochmal Revue passieren lassen. Optik 8, Beschleunigung 6, Handling 7 und Preis-Leistung 8. Macht eine Gesamtdurchschnittspunktzahl von 7,25. Und somit gehen wir gleich zum nächsten Fahrzeug. Als nächstes im Denkst du Vollgas-Ranking haben wir den Audi RS3. Absoluter Klassiker, absoluter Liebling, auch gerade bei jungen Leuten. Aufgrund der Form, der Designsprache und auch ein bisschen das Understatement, was so ein RS3 mitbringt, obwohl er fette Power unter der Haube hat. Also ich würde sagen, optisch RS3 wirklich in einer ganz, ganz hohen Liga, würden wir auf jeden Fall mal eine 8 verteilen. Das ist eine ordentliche Punktzahl. Ja? Steht ja auch ordentlich da. Und wie ordentlich, das zeigt euch jetzt noch der Niklas. Viel Spaß. Und boom, voll durchballern mit dem 5-Zylinder hier im RS3. Leute, Launch Control ist jedes Mal wieder pure Freude, pure Emotion. Wenn du da stehst, dieser 5-Zylinder losrasselt und dieses Geräusch einfach kommt, wirklich, wirklich mega. Wir haben 420 PS, 480 Newtonmeter, das ist schon wirklich ordentlich. Man kann auch tuningtechnisch natürlich noch ein bisschen was machen, wenn man das möchte. Also für mich Beschleunigung ist schon echt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Deswegen würde ich auch hier eine 8 vergeben. Ist natürlich immer noch Luft nach oben, was die Leistung angeht. Aber wirklich das Feeling hier drin ist mega. Und wenn man natürlich dann auch schon in solche Leistungsregionen kommt, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man ein ordentliches Handling hat. Und auch das haben wir hier. Ne? Wir haben ein super sportliches Fahrwerk, können das natürlich hier einstellen. Ich habe am Anfang ein bisschen überlegt, nehme ich TTRS oder nehme ich RS3 hierher. Ihr wisst, ich für mich persönlich hätte wahrscheinlich jetzt TTRS genommen, aber eigentlich für, ich sage jetzt mal, für die allgemeine Meinung, um das zu vertreten, ist der RS3 halt doch noch beliebter und weniger Nische, sage ich mal, wie ein TT. Deswegen ist es der jetzt geworden und der RS3 ist aber auch wirklich ein Auto, das einfach sehr, sehr geil auf der Straße liegt. Also, man hat zwar ein bisschen Untersteuern, das ist klar, aber man hat super direkte Lenkung, ein gutes Feeling, gutes Grip-Level und man kann richtig schön Spaß haben mit dem Auto und hat trotzdem auch noch ein bisschen Alltagstauglichkeit. Also das ist sehr, sehr geil für mich, auch Handling, definitiv eine 8. Aber wer viel Spaß haben will, der muss sich das natürlich auch leisten können. Deswegen kommen wir zum Preis-Leistungsthema. Ist natürlich kein günstiges Auto. RS3 fängt bei 56.000 an. Da hört es aber meistens nicht auf. Das geht natürlich meistens noch weiter nach oben. Deswegen, man kriegt natürlich ein sehr, sehr geiles Auto für das Geld. Aber ist auch nicht günstig. Deswegen machen wir Preis-Leistung 7. Und kommen somit zum Gesamtstand. Und der ist bei stolzen 7,75 Punkten. Mega, mega nice. Der RS3 hat sich den Platz wirklich verdient. Aber es gibt für mich noch ein Vollgasauto, das einfach alles in den Schatten stellt und alles wegscheppert. Und das ist dieses hier. So, und jetzt haben wir das große Finale hier, Freunde. Den Porsche GT2 RS. Die absolute Vollgaswucht. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel dazu sagen, denn die Optik schon allein spricht für sich. Ich finde, es ist die perfekte Mischung aus Sportlichkeit, Aggressivität, aber trotzdem irgendwie hat so ein Porsche auch immer so ein bisschen Understatement im Vergleich mit anderen Supersportwagen. Deswegen optisch unübertreffbar, 10 Punkte und jetzt gibt es sie noch in richtig schön.
ab ins Auto, in den GT2 RS. So eine unfassbar, unbeschreiblich krasse Beschleunigung, Leute. 700 PS, keinerlei Traktionsprobleme. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, als wir gegen den S4 EP gefahren sind, wie das Ding nach vorne schiebt. Das ist abartig. Das ist wirklich Perfektion, da hat man alles richtig gemacht. Deswegen auf jeden Fall Beschleunigung 10 Punkte und das absolut verdient. Aber diese extreme Beschleunigung setzt natürlich auch ein gutes Fahrwerk voraus. Und das hier ist natürlich absolut abgestimmt, mehr auf Rennstrecke als auf alles andere. Das ist einfach nur für Performance, für Grip. Wir haben Carbon-Stabis hier drin mit dem Weißdach-Paket. Wir haben Reifen, die das können. Wir haben einfach ein mega, mega Auto. Bei hoher Geschwindigkeit der Heckflügel, also auch noch Abtrieb. Also das komplette Handling-Feeling in diesem Fahrzeug ist Rennstrecke und Performance pur. Der einzige Nachteil ist wirklich, er ist super hart. Also man merkt jegliche Unebenheit in der Straße, was einfach für längere Fahrten, wenn man so ein bisschen eine Ausfahrt macht, ja, nicht ganz so geil ist wie jetzt beispielsweise in dem GT3, der da noch eher, oder GT3 RS, der da noch ein bisschen mehr Alltagstauglichkeit meiner Meinung nach hat. Aber nichtsdestotrotz, auch hier wirklich ganz, ganz großes Kino, was man hier gezaubert hat mit dem Fahrwerk. Deswegen Handling, 9 Punkte. Das bringt uns dann zu unserem letzten Punkt, nämlich Preis-Leistung. Und jetzt könnt ihr euch bestimmt denken, was kommt, denn dieser GT2 RS ist erstmal super schwer überhaupt zu bekommen. Und wenn man ihn bekommt, ist er richtig teuer. So wie er jetzt hier konfiguriert ist, kostet er 330.000 Euro. Fängt ungefähr bei 270 an, aber dann hast du auch wirklich nicht viel, hast kein Weißdach-Paket. Und das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr viel Geld und wirklich extrem. Der einzige Pluspunkt, und das muss man dazu sagen, ist, dass der Werterhalt bei einem GT2 RS richtig gegeben ist. Das heißt, du machst im Regelfall kein Geld kaputt. Und wenn du Glück hast, steigt der Wert sogar auf kurze oder lange Sicht bei so einem Auto. Also kann man da jetzt nicht komplett das Auto preislich niederschmettern. Deswegen würde ich hier sagen, 6 Punkte, ja, es ist verdammt teuer, aber wenn man es sich leistet, dann lohnt es sich im Regelfall auch. Das bedeutet dann am Ende des Tages, dass der Porsche eine richtig gute Punkteausbeute hat. Optik 10 Punkte, Beschleunigung 10 Punkte, Handling haben wir 9 Punkte und Preis-Leistung 6. Macht einen Gesamtschnitt von stolzen 8,75. Somit gebe ich jetzt zurück zu mir. Ciao. So, das waren meine Top 5 Vollgasfahrzeuge, Leute. Wir machen nochmal kurz die Übersicht, damit ihr Bescheid wisst, wie es aussieht. Ne? 5. Platz VW Polo GTI, 4. Platz Audi A1 Quattro, 3. Platz Seat Leon Cupra R, 2. Platz Audi RS3 und aktuell ganz klar 1. Platz in Sachen Vollgas für mich, der Porsche GT2 RS. Alle 5 super schöne Autos, super genial, macht definitiv Spaß. Falls ihr Bock habt, wir verlinken auch nochmal jedes Auto für euch auf mobile.de. Da könnt ihr schauen, was es für Angebote gibt. Falls ihr vielleicht ein gutes finden wollt, könnt ihr da zuschlagen. Und ansonsten schreibt mal auf jeden Fall eure Top 5 Vollgasautos rein, egal von welcher Marke. Und ja, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, Team All The Way Up. Ciao.